das ist erstmal die letzte Ausgabe, die letzte Folge erstmal. Fürs erste, für heute, für den Sonntag, nee, Montag. Hast du den Tag vergessen? Für den Montag. Und ich werde wahrscheinlich am Morgen weitermachen. Aber ja, die Videos werde ich heute nicht auf einmal alles hochladen. Also ihr werdet es ja sehen, wenn die nächste Folge dann reinkommt. Also würde ich sagen, spielen wir mal weiter, bevor die Zeit. Zum Gruße! Was führt dich in die Kaserne? Meine Ausbildung. Zeig dir Hauptmann Nierulf, Hauptmann der Stadtkarte, dann NATO Raid. So ist es. Aber mit wem habe ich das Vergnügen? Mit mir natürlich, stehe ja vor. Oh, bitte um vielmals um Verzeihung, Hauptmann. Mein Name ist Junji Yamato. Hier ist meine Empfehlungsschreiben. Schau an, ein Schreiben von Waffenmeister Dergon. Der alte Veteran hat mir damals bei der Ogerschlacht den Wams gerettet. Ich soll dir den letzten Schliff verpassen. Ja, bei mir. Er meint, ihr wärt genau der Richtige dafür. Gut, dann will ich zunächst sehen, was du alles so gelernt hast. Bereit? Ja. Jawohl, Hauptmann. Gut. Nimm diesen Übungsbogen und die Pfeile. Dann schieß auf den Tonkrug dort hinten. Du hast 5 Schuss, damit solltest du 2-mal treffen. Okay. Dann gehen wir noch schnell ins Inventar. Dann nehmen wir Kurzbogen. Und die Pfeile haben wir ja noch drin. Okay. Hey da! Nimm den Übungsbogen und die Übungspfeile. Ja, ist alles klar. Wechseln wir halt den Lauf wahrscheinlich richtig. Kurzbogen. Ausgerüstet. Ja, habe ich doch. Okay. So, mit Pause. Ja. 7. Ja. 2 Treffer. Das hast du gut gemacht. Dann gehen wir mal zu einem Kampf gegen einen richtigen Gegner über. Okay. Dazu wird sich Rekrut Pargol mit dir einen kleinen Übungskampf liefern. Ich bin gespannt, wie du dich bewegst. Nimm dieses Holzschwert und sag mir, wenn du bereit bist. Alles klar. Na los doch! Schlag mich! Faust in die Fresse. Wie du willst. So, ja. Anwählen. Vier Treffer. Keine Genug. Pargol, der Sieg geht an dich. So, konnte ja auch nichts machen. Wenn die sich wahrscheinlich wieder Zufallsangabe des Treffens. Kinderspiel, Hauptmann. Ihr wisst ja, auf mich ist eben immer Verlass. Ja, bist du bestimmt auch stärker wie ich. Was dich angeht, du hast dein Talent unter Beweis gestellt. Auch wenn du gegen Pargol unterlegen warst. Ja. Danke, Hauptmann. Für die Dauer der Ausbildung ernenne ich dich zum Rekruten der Stadtwache auf Zeit. So kannst du mir ein wenig unter die Arme greifen und ich bringe dir ein paar Kniffe bei. Ja, schön. Okay. Nett. Das ist Bornhelm, unser Zeugwart. Okay. Du bist hier neu. Dann zeige ich dir erstmal deine Truhe. Du kannst hier deine Habseligkeiten unterbringen. Außerdem findest du einen Wappenrock darin. Als Mitglied der Garde gehört er jetzt dir. Aber meine Unterwäsche kriegst du nicht. Aber verschlampe den Wappenrock nicht, denn für einen neuen musst du bezahlen. Ansonsten habe ich auch noch ein kleines Angebot an Waffen und Rüstungen zur Hand. Natürlich für Mitglieder der Wache zum Vorzugspreis. Tja, 3000 Dulden oder Gulden oder... Hört sich gut an. Danke, Bornhelm. Du kannst wegtreten. Bornhelm, nach dem... Hat er bestimmt den Namen bekommen durch deinen Helm hier. Bornhelm. Born. Der Wappenrock, den du soeben erhalten hast, steht für Recht und Ordnung. Du solltest ihn mit Stolz
und Anstand tragen. Yeah, kleinen Stripclub. Auch wenn viele das in dieser Stadt vergessen haben. Ach, vergiss, was ich eben gesagt habe. Heute geht es auf Nachtwache mit Pargol. Melde dich dann bei ihm, wenn du deinen Wappenrock angelegt hast und bereit bist. Ja, verstanden. So. Wo ist mein Rock? Achso, in der Truhe bestimmt noch. So, Schattenhose. Anziehen. Einbärs... Was? Einbärensaft? Okay. Forscher Farbegeschichte. Okay. Alles klar. So. Die Patrouille. Machen wir dann gleich auch erst durch. Ich muss mal neu einkleiden. Okay. Was habe ich hier? Dunkle Lederhose. So. Schuhe habe ich keine. Ja. So, okay. Dann lege ich mal wieder eine Waffe an. Ich nehme die Pfeile. So. Passt das erstmal. So. Wo gehen wir als erstes als nächstes hin? Ich muss... Ja. Nachtrunde. So. Taverne zum springenden Hirsch. Hafen. Ich muss, glaube ich, da hin. So wie es aussieht. Dann würde ich sagen, wir gehen als erstes das mit dem anderen machen. Dann bei der nächsten Ausgabe. Bei der nächsten Folge, denke ich mal. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Schauen auf die Zahl. Findet ihr bei mir Proximus. Mein Name steht weithin für Qualität und Güte. Bla 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 bla. Ah, ja. So, hoffen wir, dass wir jetzt richtig sind. Da rennen sie alle da in die Gegend rum, aber will ich nicht hin. So, hier ist der Punkt, wo ich hingehen sollte. Hafenarbeiter, Vorarbeiter. Steht er nicht im Weg rum? Okay. Also keine Ahnung, was das... Achso, das ist die Schnellreifung. Das war jetzt totaler Fehler von mir. Schlimm, schlimm, schlimm. Dann würde ich sagen, dann müssen wir jetzt... Für heute Nacht hat mich der Hauptmann der Wartung eingestellt. Bis dahin kann ich mich noch etwas Beine vertreten. Ah, okay. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zu den Piraten Informationen sammeln. Da rein, bis es nachts ist. Ich habe ja nicht mal eine Zeitangabe. Zeit, gerade rein, gerade raus. Nein. Jo, jetzt hoffe ich es aber echt. Ja, fürs nächste Video. Ja, wollte ich eigentlich machen, aber... Verdammt! Warte mal. Da würde ich sagen, da rein, wenn wir sowieso noch warten müssen. Machen wir hier mal... Was passiert, wenn ich jetzt hier hoch mache und hier Mittel übernehmen? Der Neustart des Spiels. Verdammt, da würde ich sagen, warten wir mal hier und Neustart. Würde ich sagen, oder? Ja, Neustart. So, wieder zurück von dem Neustart des Spiels. Und ja, schauen wir mal. Ich habe die Grafik runtergeschraubt und es läuft etwas besser jetzt. Grafik ist wahrscheinlich nicht mehr so tolle. Okay, es wird immer noch leicht. Da muss ich wahrscheinlich mal ganz schnell. Ja. Die Einstellung. Aber mal keinen Schatten. Ne? Niedrig. So, weiter. Meistens ist es immer so eine Schattenfrage. Glaube ich jetzt schon wieder hin. Gott, das tut noch vor. Hühnchen, Hühnchen, Hühnchen.
immer schlimmer hier. Lustig, am Anfang lief es echt gut, aber jetzt nicht mehr. Feinste Schmuckwerk aus Herzen im Land. Gehen wir mal hier rein. Ab in den Hirsch. Ah, oh, Hirsch. Was, das sind zwei Hirsche? Noch ein Hirsch. Seemannsmusik. So. Was haben wir denn hier so Schönes? Wein. Travia zum Gruße. Hallo. Was darf's denn sein? Schauen wir mal, handeln. Ich will kein Bier. Ich bin Anti-Alkoholiker. Wir können reden, so viel wir wollen. Ich geh ins Feuer. Die Wahrheit ist auch für uns unverfügbar. Wir können uns nur achtsam dem Sein öffnen und müssen feststellen, dass unsere Welt eine mit leerer Mitte ist. Das ist mindestens ebenso deprimierend. Habt ihr einen Wunsch? Ja. Das erkenntnistheoretische Licht, welches wir hier entzünden, ist immer vom Subjekt abhängig. Subjekt ist unserer Nähe. Wir jemanden finden, mit dem wir reden können. Hey, was lauft ihr einfach so in meine Küche? Was essen die? Hunger. Hühnchen. Chicken Nuggets. Ich hoffe, es ist was Wichtiges. Nun ja, so wichtig ist es eigentlich nicht. Ich stehe da müde. Wartet, wartet! Nicht so schnell. Ich war vielleicht ein bisschen forsch. Ihr seht aus, als würdet ihr viel herumkommen. Kann sein. Kann sein. Nun, ich probiere gerne neue Rezeptideen aus. Dazu suche ich verschiedenste Zutaten, die nicht einfach bei einem Händler zu kaufen sind. Nun ja, das sollten wir nicht so laut besprechen. Ich bräuchte Rattenschwänze, die sind mir ausgegangen. Und nun ja, angeblich sollen Asselaugen und Froschschenkel auch vorzüglich schmecken. Mist, Froschschenkel verkauft. Rattenschwänze, ich denke mal Wolfsrattenschwänze. Nun ja, das klingt wirklich außergewöhnlich. Aber es schmeckt vorzüglich. Glaubt mir, manche Dinge schmecken besser, als sie aussehen. Das ist wahr. Mag sein, ich bewundere zumindest euer Experiment hier. Ach, nur wer wagt, kann Neues schaffen. Wenn ihr auf euren Reisen also Rattenschwänze, Froschschenkel oder Asselaugen findet, bringt sie mir. Ich zahle gut. Übrigens nehme ich auch alte Brötchen. Ich werde dran denken. Fein. Aber jetzt bitte raus aus meiner Küche. Bin schon weg. So, ja, das war Tragensang fürs erste Mal. Für die erste Mal. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ich werde gucken, wann ich weitermache. Auf jeden Fall, es macht bis jetzt sehr viel Spaß. Und ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Das war erstmal euer Christian Angel. Und ja, bis zum nächsten Mal. Zwei Torwale?